das Leben in der Burg. Das waren gute Zeiten. Die Leute waren geselliger. Oh, wie wir schlemmten. Und die holden Weiber umwarten. Natürlich gab es Arbeit, die unseren Geist stärkte. Und uns Kraft gab. Aber vor allem waren es glückliche Zeiten. Und ja, dann waren da noch die Nachbarn. Damit willkommen zur Stronghold Definitive Edition. Ja, wir haben das Original erst seid vor kurzem gespielt. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Genau. Und möchtest du die Definitive Edition ausprobieren? Die hat noch ein paar zusätzliche Missionen. Und ich habe schon gehört, es gibt DLCs dazu, deswegen werden wir dieses Projekt auch dann nochmal weiterführen. Aber wir starten erstmal mit der ganz normalen Geschichte. Hauptkampagne. Ja, warum nicht? Und Kräfte sammeln, genau. Kaum war der König mit seinen Mannen in das Land der Barbaren einmarschiert, kam das Gerücht auf, er solle durch eine Verschwörung vom Thron gestoßen werden. Tatsächlich wurde er bald gefangen genommen und kurz darauf begann auch schon die Invasion in sein Land. Einige Edelmänner im Dienste des Königs, darunter auch euer Vater, versuchten das Blutvergießen zu beenden, wurden jedoch auf dem Weg zu den Verhandlungen von einer Bande unbekannter Halunken massakriert. Auch ihr selbst wurdet in einen Wald auf einer Halbinsel zurückgedrängt, in dem sich eine kleine Truppe loyaler Männer versteckt hält. Da fehlt der letzte Satz. Mission 1, Kräfte sammeln. Ich sage, wir schlagen sofort zu, jetzt oder nie. Nein, bloß nicht. So führen wir die paar Männer, die wir haben, wie die Lämmer zur Schlachtbank. Wir brauchen Zeit, um unsere Kräfte zu sammeln. Unsinn! Ich werde mit 6 meiner besten Männer im Schutze der Dunkelheit in das feindliche Gebiet vordringen und... Nein, nein, so hört doch! Unsere Männer sind kurz vor dem Verhungern. Wir sollten Folgendes tun. Die Debatte zieht sich bis tief in die Nacht und schließlich nimmt euch Lord Woolswick zur Seite. Sir Longarm sagt, er habe euren Vater gut gekannt. Deshalb will ich euch die Gelegenheit geben, euch zu beweisen. Ihr werdet das erste Kommando übernehmen. Okay. Ihr werdet gebraucht, um den Aufbau eines Basislagers von ausreichender Größe zu überwachen. Sucht zuerst eine passende Lichtung und beginnt dann mit der Konstruktion. Holz gibt es hier ja zur Genüge. Ich will eigentlich alles auf schwer spielen, aber hier kann ich scheinbar noch keine Schwierigkeit einstellen. Hilfe, Hinweise, Aufgaben. Hinweise. Klick, um Hinweis zu halten. Nee. Bergfried, ne. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Na gut. Schleunigen wir das Ganze noch mal direkt. Okay. Wie merkwürdig, dass hier dieses Ding kommt. Wäre hier sonst der Kartenrand schwarz oder so?
Naja, gut. Das Volk liebt euch, my Lord. Oh, ich habe mir noch gar keinen Namen gegeben. Egal, vielleicht heißen wir halt Lost Song heute. So, Eine Botschaft von eurem Informanten. Umgebung ausgemacht, Sire. Ist ja gut. Haben wir schon gewonnen? Na, fast. So, was haben wir hier? Achso, das ist dann das. Handeln darf ich auch nicht. Ich kann durchgehend handeln. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ist ja geil. Die Kundschafter melden Wolfsrudel, die sich der Burg nähern. Wir müssen die Vorräte einlagern. Das sollten wir wohl hinkriegen. So, und geschafft. Oh ja. Wir sind siegreich, Sire. So, Stufe 5000. Das konnte ich jetzt auch irgendwie nicht ändern. Während die Männer mit vereinten Kräften die kostbaren Vorräte in den Kornspeicher schleppen, reiten Sir Longarm und Lord Woolsack in das Lager. Gute Arbeit! Gar nicht schlecht für das erste Mal. Nein, nein, nein. Oh, der Narr hat das Lager inmitten eines Wanderpfades von Wölfen aufgestellt. Umso besser. Das verschafft den Männern die nötige Übung für unseren geplanten Schlag. Jetzt bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als einen Kundschafter auszusenden, um einen geeigneteren Standort zu finden. Also wenn sie die Sprachen neu aufgenommen haben, dann haben sie es gut nachgebildet. Aber ich glaube, das sind die alten, oder? Weil jede Betonung kommt mir so vor, als wäre sie genauso wie früher. Das Lager hat Tag für Tag mehr mit den Wölfen zu kämpfen und ihr ständiges Heulen raubt den Männern den Schlaf. Die Lage droht außer Kontrolle zu geraten, als Lord Woolsacks Kundschafter zurückkehrt. Kurz darauf werdet ihr ins Zelt der Befehlshaber gerufen. Sir Longarm hat mich überredet, euch eine zweite Chance zu geben. Wir haben die verfallenen Überreste einer Palisade gefunden. Die Wölfe sind in diesem Land im Winter eine regelrechte Plage. Also sollten wir die Palisade schnellstens wieder aufbauen. Diesmal dürft ihr nicht versagen. Haltet also die Augen offen. Um die Sicherheit eurer Männer zu gewährleisten, müsst ihr die verfallene Palisade erneuern, ehe der Winter einbricht. Wenn ein Wolf eure Bauern bedroht, setzt die Bogenschützen ein. Okay, ich kann auch hier wieder nichts irgendwie einstellen. Naja. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, erstmal schön auf langsam machen. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wow, okay. So, dann machen wir mal auch schnell. Machen wir erstmal das Holz. Eure Befehle? Bin okay, zur Stelle. Gefällt. Ich glaube, in der Demo war das noch so, dass man immer oben klicken musste und konnte das nicht hier unten machen. Also in der Höhe jetzt zum Beispiel. Also jetzt kann ich es auf jeder Höhe machen. Ich kann mich auch irren. Aber es kommt mir so vor. Jetzt irgendwie was einstellen? Nein. Ich bin ein wenig verwirrt, aber na gut. Ich würde nochmal kurz in die Option gehen wollen. Den Sound mal weiter runterstellen. Das ist ganz schön laut. Zumindest für mich gerade. Spiel wieder aufnehmen. So ist besser. So, dann können wir jetzt mal das da bauen. Und Mauern waren hier. So, ich kann erstmal noch das Tor nehmen. Ups, da. Aber das passt ja. Sau geil. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber cool. So, Freund, die Burg haben wir. Brauchen nur noch ein bisschen Nahrung. Oh, mir fehlen Menschen.
mal kosten. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Wollen sie tun. Bogenschützen bereit. Jawohl. Wenn noch alles war, dann haben die nicht viel zu bieten. So, ich brauche noch mehr Fleisch. Ich weiß, wir können jetzt hier noch ein bisschen Fleisch einschränken, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Okay, dieser Balken hier, der könnte durchgehend sein, weil man den hier im Hintergrund zum Beispiel auch sieht. Ich verstehe nicht, warum der hier mal so hoch und runter geht. Schon ein bisschen unnütz, aber gut. Ja, grafiktechnisch hat sich nicht allzu viel getan. Die Bäume haben sie verändert. Das fällt wohl am meisten auf. Aber sonst, ja, ein paar Kleinigkeiten, aber höhere Auflösung. Das merkt man schon. Das ist schon ganz gut gemacht, was das angeht. Ich finde nur die Karte hier sieht ein bisschen schwammig aus. Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann, aber es wirkt gerade für mich so, als wäre die nicht so scharf. So, haben wir's? Jawohl. Wir sind siegreich, Sire. So, Stufe 5000, konnten wir nicht ändern. Zumindest konntet ihr eure Aufgabe zur Hälfte erfüllen. Gut gemacht. Unsere Männer sind in Sicherheit und wir können einen Jagdtrupp in die nächste Grafschaft aussenden, um die Wölfe dort auszurotten. Ich fürchte, das ist unabdingbar. Aber wir müssen behutsam vorgehen, denn die Grafschaft ist nahe der Grenze zum Freien. Zweite Grafschaft. Wolfsjagd. Wir brauchen euch, um einige neue Rekruten in der Kunst des Bogenschießens zu unterweisen. Die Wölfe paaren sich in der nächsten Grafschaft. Findet ihre Schlupfwinkel und löscht sie aus. Entweder sie oder wir. Sucht euch eine Erhebung und befestigt euch dort mittels Turm und Vorburg. Herzog de Pus lässt neuerdings in der Gegend patrouillieren. Ihr müsst um jeden Preis verhindern, entdeckt zu werden, denn wir haben einem Angriff nichts entgegenzusetzen. Wenn ihr die Ratte vor mir zu Gesicht bekommt, schlitzt ihn für mich auf. Richtet kurze Pausen zwischen deren und Gespräch. Und verstärkt diese mit zusätzlichen Türmen. Beginnt sodann mit der Herstellung von Bögen und stellt eine Streitkraft aus Bogenschützen zusammen, mit denen ihr die wildernden Wölfe dort ausrottet. Okay. Ja, auch wieder nirgends was einstellen. Hinweise? Nee. Nicht zum Wenden? Nee. Wir starten. Platziert einen Bergfried, so, um eure langsam Burg anzulegen, euer Gnaden. Und wir machen es wie damals. Schön hier in der Ecke. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Kommt da noch ein Ihr hin? Könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, können wir Bogenschützen schon mal in Auftrag geben? Wir benötigen Holz. Und? Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Oh, ist ja gut. 8 Holz. Dann müssen wir es erstmal so lassen. Vielleicht können wir nichts mehr leisten. Die Ansicht gefällt mir hier mit diesem Tooltip. Verwendet Holz, um Bögen oder Armbrust herzustellen. Verbraucht Holz, produziert Bogen oder Armbrüste. Das ist cool. Das gefällt mir. So, ja, brauche ich Dorfbewohner? Nee. Eine Botschaft. Meine Frage, warum ist das bei 40 orange? Diese Wölfe sind überall. Das verstehe ich nicht, aber okay. Ist das der Sweet Spot oder sowas, worauf man eigentlich spielen soll?
Ja, eigentlich aussperren, ne? So. Wenn das aber dicht macht, dann kommt die ja schon gar nicht mehr rüber, um mich anzugreifen. Noch ein bisschen Holz noch. Ich habe übrigens die klassische Steuerung eingestellt. Weil ich die gewohnter bin, muss ich mich nicht umgewöhnen. Ich finde die auch gar nicht schlecht. So. Wir benötigen mehr Holz. Hallo? Holz? Das ist doch Holz. Achso, zeig mir nicht richtig an. Achso, doch. Macht er aber. Naja. So. Für mich sieht das schon mal safe aus. Sollen die eigentlich schon nicht mehr rüberkommen? Wir werden das mal bauen. Gut, dahin. Und dann nochmal davon. Oh shit, da sehe ich gerade. Ich brauche vielleicht auch nochmal das Ding. Können wir das noch leisten? Nein. Doch, jetzt haben wir wieder Holz. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, es funktioniert also immer noch, auch wenn die da nicht rankommen, zählen die als Gebäude, also das haben sie wirklich beibehalten. Ich finde hier der Hintergrund ist nicht so schön bei dem Ausbilden. Ich weiß nicht, irgendwie sah es früher schön aus. Bin zur Stelle. So, aber ja, trotzdem nochmal. Kleine Burg um mich rumbauen, oder? Ah, wie wär's? Das mal nehmen. So, dann können wir mal ein bisschen. Wir benötigen Holz. Keine Türme bauen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, Rücken aus. Bin zur Stelle. Sire, die Püsses Männer sind hier. Wir können nicht zulassen, dass sie unsere Position verraten. So, warte. Sollen wir Platz für den Bogenschützen festlegen? Okay, früher konnte ich unter 1, bin ich der Meinung. Aber schön, dass wir es einfach jetzt so machen können. Geht ja auch. So, du Füß, wo sind deine Männer? Bin zur Stelle. So, dann. Sind die lang gelaufen? Wo laufen die lang? Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Wölfe streifen umher, Sire. Ja, es ist ein Wolf, der auf dieser Seite war. Das kommt ja nicht durch. Bin zur Stelle. So, ich werde das aber jetzt trotzdem abreißen. Zack. Ja, auch. Können sie mal angreifen und dann sind sie auch gleich hinüber. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. Wölfe greifen an, my lord. So, gut, dann wenden wir aber erstmal hier. Wenn wir beim nächsten Mal die Wölfe ausrotten und dann auch direkt weitermachen. Bis das jetzt ziemlich easy aus, also wird schon passen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.